Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory. Surviving Mars. Ja, wir sind hier immer noch Feste am Bauen. Laufen da einfach Menschen rum? Ne, Pinguine. Leute, das ist Sand. Nicht die Antarktis oder Arktis. Du passt da eher hin. So. Ja. Jetzt können wir große Teile hier auch abreißen. Mit neuen Steinfressern geht sich hier das gut aus. Muss dann auch alles noch reduziert werden. Aber hier ist auch schon nichts. Alles andere, gar keine Lager. Das sind aber leere Lager, wie es scheint. Langsam scheinen die angeschlagen zu sein, die Lager. Aber sie werden alle gleichmäßig natürlich verbraucht. Ist hier so eine Sache. Weil hier fehlt überall ein bisschen was, aber nicht überall viel. Ist natürlich auch wieder so eine Sache. Hier müsste ich mal vielleicht umsteigen auf Mischwald, damit was passiert. Aber langsam wird es echt grüner, das ist schick ist das. Aber oh, wir sind ja auch fast durch. Na komm. Wenn man dann offiziell 100% Wasser auf dem Mars. Ist doch auch was Schickes. Und. Milestone achieved. Zwei Marsbeben, aber 100%. 100% Wasserterraforming. So wollen wir das doch. Also mehr Wasser geht nicht. Jetzt muss nur noch die Vegetation komplett passieren. Aber das ist halt jetzt echt auch nur fliegen und die ganzen Pflanzenaufgaben machen. Mehr ist es nicht mehr. Mehr ist es ja nicht mehr. Kann ich hier? Funding received. Research complete. Lokal begrenztes Terraforming. Ich glaube, hier waren noch ein paar Besucher. Vegetation verbreiten. Expedition aussenden, schicken. So, schauen wir mal. Sag mal, interplanetare Astronomie noch. Und dann kommen noch immer mehr Sachen dazu. Aber nochmal die simplen Sachen wieder nach. Bedeutet rein theoretisch müsste ich die doch jetzt, nein, nicht hier, sondern unter Kuppeln finden, oder? Oder fällt dir hinter so Spezialprojekte? Geoscape-Kuppe. Ein Stück Erde auf dem Mars. Wo wollen die platzieren? Hier wäre ein schöner Platz eigentlich. Hier geht's auch hin. Das wird ihr Platz.
Jetzt muss erstmal alles entfernt werden. Das dauert natürlich wieder kurz. Das muss mal bitte entfernt werden, weil es steht jetzt natürlich im Weg ein bisschen. After day. Da, 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 da. Mal schauen wir schnell, jetzt können die langsam in die Leer geräumt werden einfach. Es dauert natürlich jetzt alles eine Zeit wieder, aber das wird schon. Come on. Funding received. Wo ist denn jetzt hier der Drohnenhub? Ich baue jetzt einfach noch. Welcome back to the Mars Vision Radio with your trustworthy musical guide, Edward R. Martian. Our next contestant up for your musical scrutiny is the artist Red PPX, representing Russia. Russia, or as it was known back then, the Soviet Union, together with USA, was responsible for the early steps along the path. Dann brauchen wir hier noch natürlich noch ein Universallager. Shit, dann stehen hier langsam Steine. Die brauchen aber ganz schön viel. Das dauert ja ewig, holy shit. So. Überfällige Touristen. Ah, da oben ist noch einer. Oh. Du startest auf jeden Fall mal durch. So, jetzt müssen aber auch die Feuchtigkeitsreparaturen dementsprechend auf 100% laufen, ne? 2,1. Das ist schon gut, das ist echt gut. Ich glaube, die verbrauchen auch, tun auch aktuell nichts mehr wirklich machen. Ich glaube, ich mache hier mal so ein Wasserreparaturen-Paradies. Anni, wie war das? Die haben brauchen Abstände dafür, dass das gescheit funktioniert. Also immer irgendwo eins platzieren, dann ist das besser wahrscheinlich. Let's see, wenn ich jetzt einfach, ich platziere einfach mal eins hier. Schauen wir, wie der eine da, wie viel der macht. Mit Boost macht er. Das habe ich natürlich vollkommen vergessen, aber ich, so wie ich es verstanden habe, wenn ich sozusagen die nebeneinander platziere, verlieren die an Leistung. Aber erzeugt Wasser aus der Atmosphäre. Die Produktion wird in der Nähe von anderen Reparaturen verringert. Aha. 2,5 Schaden. Okay. Bedeutet, ich platziere jetzt erstmal einen hier. Dann hier. Funding received. Dann hier. 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 Ja, ich hätte es vielleicht früher annehmen sollen, dass das nicht dumm ist. Ja, okay. Stehen natürlich überall so kleine Vibratoren, aber die machen natürlich ordentlich an Flüssigkeitsproduktion noch was dran. Ah, dem fehlt jetzt der Stromanschluss. Shit, ich hab vergessen ja, dass die Strom brauchen. Sonst kriegt er natürlich auch noch alle Upgrades.
brauchen alle noch ihre IR-Upgrades. So. So, dann sollten wir auf jeden Fall noch mehr in nächster Zeit produzieren. Das sollte auf jeden Fall jetzt gar nicht schlecht funktionieren. 55%, ja, okay. Arbeitslose, freie Arbeitsplätze. Ich habe so viele freie Arbeitsplätze. Wo sind denn die ganzen Leute? Achso, hier oben sind die ganzen Leute, die Arbeit brauchen. Ich tue mal das Gebäude vernichten. Wir müssen jetzt bitte alle umziehen. Funding received. Beziehungsweise wir bauen eine zweite normale Kuppel noch hin. So. Dann können wir hier oben auch noch was hinbauen, was schön ist. Wie geht's in unserer kleinen Kuppel hier unten? Na, es fehlt nicht mehr viel. Es fehlt nicht mehr viel. Ich muss Polymer nachbestellen, das ist es. Polymer nachbestellen. Die Teile auch nachbestellen. Genug von beiden zu haben, ist ja nie verkehrt. So, dann sollte jetzt gleich die Lieferung auch ankommen. We have a delivery on the space elevator. So, jetzt sind die Lieferungen dann auch da. Zack, dementsprechend ist dann alles vorhanden, was wir benötigen. We have a delivery on the space elevator. We have a delivery on the space elevator. Also jetzt kann ja gar nichts mehr schief gehen. Jetzt kann und darf nichts mehr schief gehen. Das wird noch jetzt hat dann ein bisschen während. So. Wird alles verschoben und geteilt und hin und her. Aha. Aber es regnet auch wieder. Das macht es natürlich noch besser. Regen. Tut die Vegetation gedeihen lassen. Kuppel ohne Lebensarche, das ist die neue Kuppel. Die neue Kuppel braucht natürlich noch Lebenserhaltung. Und dementsprechend auch eine Stromversorgung. Stromkäbelchen. Dann dementsprechend auch die Kuppelverbindungen. So. Zack. Das sollte doch dann passen. Na, die kümmern sich gleich gerade noch um die Kuppel. Oh, schau mal, die wird gebaut. Die wird gebaut. Come on. Oh, schau dir diese schöne Welt an. Braucht natürlich jetzt noch hier eine Verbindung und alles. Kann ich da eine Verbindung herstellen? Funding received. Als ob sich das im Einzelnen ausgeht, aber naja. Dann machen wir einfach nur
Eine Stromverbindung. Und eine Flüssigkeitsverbindung. Zack. Und dann sollte die auch bewohnbar sein. Tun wir auf jeden Fall nochmal ein paar schöne Wohnungen reinsetzen. Zack. Das wird schon noch. Das wird schon noch. So. Erforscht eine bahnbrechende Technologie, hat Brasilien gemacht. Alle Sponsorenziele. Ich weiß gar nicht, was meine Sponsorenziele sind. So, by the way. Wo finde ich nochmal meine Sponsorenziele? Wo waren denn die? Verfüge über 3 Biorobotik-Werkstätten. Ah. 3 von denen, ja, das krieg ich. Nee. Biorobotik-Werkstätten. Was sind Biorobotik-Werkstätten zur Hölle? Aber warte mal, ich kann eine Hauptstadt bauen. Wo will ich denn eine Hauptstadt bauen? Oder ich ziehe die hier hin. Wollen wir die doch hier hin? Holy shit. Vegetation verbreiten abgeschlossen. Ist die auch schon ready? Überfällige Machtrüsten. Oh ja, ich sollte vielleicht dann. Ja, okay, dafür ist dann der zuständig einfach. Biorobotik-Werkstätten. Jetzt wird es lustig. Was sind Biorobotik-Werkstätten? Biorückwerte. Her. Ich brauche die unbedingt. Das müssen wir gleich nochmal auslagern für ein paar Millionen. Wir klauen da nochmal überall ein bisschen. Ich glaube, hier nochmal eine Rakete aussenden. Und gleichzeitig bei dir verdeckte Operation Technologie stehlen. Dann schauen wir, dass wir die Biorobotik-Werkstätten relativ schnell kriegen. Funding received. Und hoffen wir mal, dass es funktioniert, so wie wir es wollen. Wäre blöd, wenn nicht. Ah, da ist es schon. Du müsstest bitte in der Nähe von der kleinen Landschaft arbeiten. 3 Offiziere gefasst. Ah, leck mich doch. Oh, das ist ungut. So, jetzt können die alle wieder nach Hause. Und dann kommt alle wieder nach Hause. Die ganzen Menschen. Einsteigen bitte. So. Hier geht's in der Batterie-Safe hier oben.
So gut wie voll, glaube ich. Oder nee, bummvoll. Wie viel Energie haben wir jetzt auf Lager? 50.000. Das ist nicht schlecht, du. Ich glaube, hier oben hat die auch nochmal Touristen rumhocken, ne? Langsam wird es aber alles grün. Da seht ihr die ganzen kleinen Patches, die auftauchen? Okay, da sind Seen überall, aber überall entstehen so kleine grüne Patches. Die werden schon. Na, schnell, jetzt kommen wir die ersten Leute rein. Jetzt müssen wir natürlich gucken, was wir machen. Hawkins Universität. Auf jeden Fall zwei von euch hätte ich gerne hier drin. Dann hätte ich gerne einen. Eine Schule noch hier drin. Dann noch für die Unterhaltung. Freiluft-Fitnessstudio. Wer was? Eine Weltraumbar. Ist ja quasi ein Muss für die Gebiete. Freizeitpark schwerelos. Kommt hier rein. Dann brauchen wir natürlich noch ein Gebiet, wo kleine Sachen sind. So wie der Kunstladen kann zum Beispiel hier noch hin. Amphitheater. So. Deine wäre auch noch was Schönes. Dann haben wir bestimmt noch hier sowas wie einen Elektronikladen. Dann wird das schon alles. Dann wird das alles schon langsam. Durchstarten. Durchstarten. Interplanetare Astronomie ist fertig. Dann kümmern wir uns doch da noch auch noch. Wird unter Spezialprojekte wieder liegen wahrscheinlich, oder? Omega-Teleskop. Wo bauen wir das hin? Hier so ins Freie rein irgendwie so. Hier sollen. Kriegt von mir eine hohe Prio. Die City wächst auch. Aber ich muss auf jeden Fall noch Elektronikteile nachbestellen dafür. Sonst habe ich zu wenige davon. Und das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Aber langsam kommt er dann alles schon zusammen. Fängt schon an. Na, und jetzt sind am Elevator auch gleich die ganzen Lieferungen, die wir brauchen. Metall braucht mittlerweile einen weiteren Lagerplatz, der super. Ah, das ist natürlich super, super. Wo haben wir ein Nahrungsproblem? Holy shit, ja, da wohnen aber schnell Leute. Bin gerade irgendwie erstaunt, dass die so viel schnell so schnell wohnen. Neues Spezialprozent Wolkensaat. Expedition aussenden. Eine leere Frachtrakete starten. So.
So, langsam wird's, aber langsam wird's. Es dauert seine Zeit, bis das Ganze wird, aber klar, es ist langwierig und dauert einfach. Weil hier es natürlich um viel, viel, viel geht. Ja, die tun ja auch ordentlich reinhauen. Holy shit. Also man könnte fast sagen, die werden diese Folge noch fertig, aber ich glaub's ja irgendwie nicht, ne? Aber schauen wir mal die Massen an, wie sie hier rumfahren. Vielleicht hat er auch noch einen Hauptpunkt bekommen. Und die schwärmen hier gerade nur so von A nach B. Schaut aus, ja, 200 hier schon. Über die 200 geknackt. Wir haben über die Hälfte schon. Wahnsinn. Ja, wir... Oh, wir sind echt auf dem... Holy shit, sind wir auf dem Weg. Schau dir das an, es geht flott. Ich glaube trotzdem, dass das Ding Strom braucht. Bedeutet, es gibt trotzdem eine Stromverkabelung. Schaut aus. Oh, holy shit. Wie kann man so Gas geben? Wie geht das? Wie geht das? Okay, ja. Mhm. Elektronikteile sind fertig, alle drin. Es fehlt, jetzt sind die Metallteile auch alle drin. Jetzt fehlen nur noch ein bisschen unter über 70, jetzt über 60 Beton. Nur noch 50, 40. Die holen sich jetzt direkt die Lieferung. Holy shit. Ja. Jetzt haben wir ein kurzes Lieferstöpfchen. In kürzester Zeit ist das Ding fertig. Jetzt nur noch aufbauen, Leute. Aufbauen. Teleskop fertig bauen. Ich will's sehen. Komm schon, baut das Teleskop fertig. Ich will wissen, was passiert. Zeig mir, was passiert hier. Alpha-Wissenschaftler und die neuen Weltwunder. Kreative Biorobotik. Oh, holy shit, was geht denn jetzt mit dem Ding ab? Okay. Drei neue entdeckt. Holy shit, okay. Entdeckt besonders reiches unterirdisches Edenbereich vorkommen. Schaltet riesige Nutzpflanzen frei, die eine erhöhte Nahrungsproduktion haben. Die Moral der Kolonisten in der Kuppe mit einer Spitze ist erhöht. Das hätte ich gerne noch und dann schauen wir mal weiter. Aber Biorobotik scheint jetzt abgeschlossen zu sein. Jetzt muss ich nur rausfinden, wo ich das finde, dieses Biorobotik. Unter was fällt das? Biorobotik-Werkstatt, wo ist denn das? Walking. Unter was fällt eine Biorobotik-Werkstatt, bitte? Dut. Wo ist eine Biorobotik-Werkstatt? Hä, bin ich blind? Was
Er hat doch gerade gesagt, die Biorobotik-Werkstätten sind fertig. Drohnen? Ist die Drohnenfabrik eine Biorobotik-Werkstatt? Bioroboter bauen, okay. So, dann bauen wir die drei hier oben auf und stellen die auf die dementsprechenden Sachen ein. Die kriegen eh gleich alle Ressourcen, die gebraucht werden, instant. Instant die durchgeschickt, das sollte kein Problem darstellen. Der ist schon fast fertig, da ist auch viel schon da. Sie müssen nur die Sachen liefern, dann ist alles gut. Das dauert natürlich kurz. Werden hier Bioroboter hergestellt. In Auftrag gegebene Bioroboter 6 Stück. So. So. Natürlich brauchen wir jetzt dann hier dementsprechend auch noch die Wohnungsanlagen, intelligente Apartments. Wo die Leute dann drin arbeiten können, sind ein paar Seniorenheimchen, sind vielleicht auch gar nicht schlecht in dem Fall. Ah, dann können die Leute hier schon mal drin arbeiten und langsam Bioroboter herstellen. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.